von der Region für die Region. Das dritte Licht brennt bereits und mit großen Schritten nähert sich das Christkind. Liebe Zuseher, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Wenn euch noch das passende Weihnachtsgeschenk fehlt, haben wir am Ende unserer Sendung vielleicht das Richtige für euch. Denn dann öffnen wir das 17. Türchen unseres Adventkalenders. Doch zuvor haben wir ein abwechslungsreiches Programm für euch vorbereitet. Und das erwartet euch diese Woche. Spielende Ausbildung. Rechtzeitig zum Saisonbeginn statteten wir dem Kinderkaiserland einen Besuch ab. Goldene Saiten. Das Coverduo Golden Strings im vorweihnachtlichen Bandporträt. Regionales Resümee. Stammtischstimme Schucki macht auf 2023 den Deckel drauf. Strahlende Rückkehr. Die Adventfensterbilder schmücken wieder die Festungsstadt. Auch heuer werden wieder viele Kinder zum ersten Mal die Skipiste unsicher machen. Entsprechend darauf vorbereitet werden sie in Skischulen wie der in Schäffau. Das Kinderkaiserland bietet Unterricht für Kinder ab 2 Jahren an und entwickelte eigens für die Kleinsten einen ganz besonderen Ski. Mehr von unserem Abstecher zum Wilden Kaiser gibt's gleich nach der Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Im Kinderkaiserland Schäffau lernen Kinder das Skifahren unter zertifizierten Lernmethoden des Tiroler Skilehrerverbandes. Das Programm Kinderzauber am Wilden Kaiser richtet sich mit seinen verspielten Details an Knirpse ab 2 Jahren. Wie heißt du? Das Wichtigste halt ist die Sicherheit. Also man ist in einer Mulde und es kann da nicht viel passieren. Man kann da keine Kinder verlieren. Darum ist es eigentlich der ideale Standort am Berg. Denn die Eltern, die können wieder vorbeifahren, schauen ein bisschen zu, wie das Ganze funktioniert und sind dann beruhigt wieder auf der Piste, irgendwo unterwegs in der Skiwelt, Wilder Kaiser, Brixental. Eltern dürfen beim Mini-Programm für Kinder unter 4 Jahren selbst mit dabei sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Mini-Schnupperstunde. Wir setzen da alles rein mit allen Gedanken und Richtungen, die wir da bieten können, um einen weiteren Skifahrer oder eine Skifahrerin auf die Piste zu bekommen. Wir haben ein Band, das 1,20 Meter Breite hat. In erster Linie geht es natürlich darum, dass der Skilehrer oder die Eltern links und rechts eines nehmen können und alle zusammen hinauffahren. Mal schauen, dass wir dich einfangen. Da müssen wir rüber. Und jetzt aber an die Glocke schlagen. Super. Eine Besonderheit im Kinderkaiserland sind die sogenannten Mini-Carver, die von den Verantwortlichen der Skischule eigens konstruiert wurden. Kinderski, die am Markt sind, sind in der Regel alle zu schwer. Plump, haben keine Biegefähigkeiten und so weiter. Also wir haben unsere eigenen Ski angefangen zu entwickeln.
Und da war uns also mal das oberste Gebot, ganz einen leichten Ski zu entwickeln. Und es sollen, wie gesagt, keine Skischuhe benutzt werden, sondern wir bauen auch eine Bindung, wo man nur reinsteigt, zwei Klicks und das Kind hat den Ski an. Nach vorne beweglich, dass das Kind auch ein bisschen laufen kann. Und nach hinten, dass es nicht gleich absitzt, hat das Ganze hinten einen Halt. Jetzt bekommst du eine Pizza. Und Hände schön nach vorne, gell? Also, wir gehen jetzt ans Karussell. Ein absolutes Highlight in der Minischnupperstunde. Die Kinder lieben es absolut. Gut festhalten. Super. Zum krönenden Abschluss drehten die Kinder eine Runde auf der Drachenkutsche. Setz dich oben rein. Mach mal zu. Hup. Seid ihr bereit zum Losfahren? Das Kinderkaiserland Schäffau freut sich bereits auf viele neue Skianfänger. Für Interessierte, Eltern und die Skihasenanwärter von morgen gibt es alles Wissenswerte auf der Webseite unter www.kinderkaiserland.com. Nächste Woche auf Kufstein TV. Elisa und Selina. Die eine ist Studentin, die andere Hack-Maturantin. Zusammen bilden sie das Coverduo Golden Strings, mit dem sie feierliche Anlässe stimmungsvoll umrahmen. Wir luden die beiden jungen Damen ins QTV-Studio ein, wo wir sie besser kennenlernten. Die Studentin Elisa und die Hack-Maturantin Selina verbindet eine gemeinsame Leidenschaft: die Musik. Zusammen treten sie seit geraumer Zeit unter dem Namen Golden Strings auf. Wie würdest du euren Stil beschreiben? Schon Akustik? Ja. Und eher so ein bisschen auf der groovigen Seite, nicht so verklemmt, sondern einfach ganz locker lässig. Und ein bisschen Country, genau. Nehmen wir auch beide gerne. Wo jeder ein bisschen mitschwingen kann. Ja. Woher nehmt ihr Ideen für neue Songs? Ich dachte, wir sind beide sehr viel auf TikTok unterwegs. Wir schauen da sehr viele Musikvideos an. Wir lassen uns dadurch immer viel inspirieren, weil wir spielen zwar viel Popmusik, aber eher mehr so in die Akustikrichtung. Und dadurch lassen wir uns eigentlich von dem da die Songs inspirieren. Und über Spotify und alles natürlich auch. Und dann probieren wir auch mal alles immer nachspielen. Und wenn es geht, noch geht's. Und wenn nicht, noch nicht. Wenn du ein Schild um den Hals hängen hättest, was würde draufstehen? Ich glaube, ich sage auch für umstehe Kleine. Kleine. Weil ich so klar bin. Klein, aber gescheit. Klein, aber oho. Oho, ja. Wie habt ihr als Band zusammengefunden? Ja, also ich und die Selina haben uns eigentlich durch die Musik kennengelernt und wir sind relativ schnell drauf gekommen, dass wir uns sonst auch sehr gut verstehen und dass wir uns musikalisch irgendwie auch gut ergänzen. Und mittlerweile sind wir halt nicht nur musikalisch zusammen gut auf dem Weg, sondern auch beste Freundinnen geworden. Und ja, ich glaube, das schweißt uns. Und auch privat viel auf dem Weg. Ich glaube, das schweißt uns ganz gut zusammen dann. Und wir sind jetzt eigentlich auch fast immer einig. Ja, schon fast. We should take this back to my place. Für welche Eigenschaften an dir erhältst du oft Komplimente? Ja, ich glaube, dass ich einfach selbstbewusst bin und immer nichts sagen lasse. Ich sage das, was ich mir denke. Ja. Finden zwar vielleicht nicht immer alle gut, aber ich glaube, dass das gut ist. Diese Musikgenre geht gar nicht. Heavy Metal. Ist so für mich ein bisschen ein Logo, also da finde ich mich nicht. Dieses Gericht kann ich besonders gut kochen. Dadurch, dass ich nicht so eine gute Köchin bin. Also ich kann Nudeln kochen oder vielleicht bei einer Pizza, aber jetzt ist der beste Koch. Du lässt lieber bekochen. Also als besten Koch darf ich mich nicht bezeichnen, ich lasse mich lieber bekochen.
Zur Einstimmung auf die Feiertage geben uns die Golden Strings am Ende der Sendung einen Weihnachtssong zur Güte. Also bleibt dran! Glamour, Glanz und Gloria beim Neujahrskonzert am 3. Jänner in der Kufstein Arena. Die Musical-Ikone Maya Hackford und ihr Gesangspartner Erwin Belakovic führen stimmungsvoll durch eine bunte Revue der großen Träume und seligen Erinnerungen. Gemeinsam mit dem Tiroler Symphonieorchester geht die Reise von Tirol über Wien nach London, New York, Berlin und Hollywood. Im Koffer sammeln sich derweil geliebte Klassiker wie die berühmte Trittstratsch-Polka oder der immer gefragte Donauwalzer von Johann Strauss. Mit Klassik, Musical, Operette und Pop swingt und singt 2024 sich ein. Sichert euch jetzt eure Tickets im Stadtamt Kufstein, dem DVB Kufsteiner Land und unter www.kultur.kufstein.at. Hans Schucki Sukowski, der QTV-Stammtischabgeordnete, hat heuer wieder ganze 11 Mal analysiert, kommentiert, appelliert, kritisiert, provoziert, aber auch applaudiert. Meist geschickt hat er sich dabei artikuliert und den ein oder anderen Schenkelklopfer formuliert. Dies alles resultiert nun im letzten Stammtisch des Jahres, wo es für Schucki an der Zeit ist, zu reflektieren, zu sinnieren und zu resümieren. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kradert, gsudert und krogascht wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stammtischlers. Kurz vor dem Jahreswechsel sind die Themen an den Stammtischen nicht sehr breit gefächert. Das gibt uns aber die Möglichkeit, zurückzuschauen, was in den vergangenen Monaten seit Beginn unserer Sendung die großen Aufreger an den Stammtischen, aber auch in den verschiedensten Foren waren. Wie könnte es anders sein? 4 von 5 Beiträgen sind der Politik geschuldet. Wir beginnen mit der Nummer 5, der größten Aufreger des Jahres 2023. Auf diesem Rang findet sich ein Thema, das am Ende des Vorjahres heftig diskutiert wurde. Es ging dabei um das nicht stattgefundene Teufellaufen. Oft verwechselt mit dem Nikolauseinzug. Heuer hat man versucht, diesen Kufsteiner Brauch des Teufellaufens zu reanimieren, was aber nicht gelungen ist. Fürs nächste Jahr hat man aber Pläne. Schauen wir mal, was rauskommt. Warum gerade dieses Thema an den Stammtischen so präsent war, ist einfach zu erklären. Weil es eine ewig andauernde Diskussion im Gemeinderat gab und heuer wieder aufs Tablett kam. Frage der Stammtischler dazu: Hat der Gemeinderat keine wichtigeren Dinge zu besprechen? Und warum melden sich zu so einem Thema fast alle Fraktionen, auch die, von denen man sonst nichts hört? Wahrscheinlich deshalb, weil man sich nicht vorbereiten muss. Wir kommen jetzt zu Platz 4. Einen breiten Raum nehmen in den Stammtischgesprächen immer wieder diverse Meinungsäußerungen in den verschiedensten Plattformen ein. Wobei es ja nicht um die Inhalte geht, sondern um die Artikulation in den Beiträgen. Natürlich geht es auch an den Stammtischen nicht immer pipifein zu und da fällt schon mal das eine oder andere nicht ganz saubere Wort. Das geht aber bei einem Ohr hinein und beim anderen Ohr wieder heraus. Wahrscheinlich bedenken die Oberschreiber nicht,
dass man ihre Ergüsse immer wieder nachlesen kann und damit ein Bild entsteht über die mehr oder weniger vorhandenen Gehirnwindungen. Nicht alle, die glauben, wer zu sein, vor allem die, die immer alles besser wissen und alles schon vor Jahren vorausgesagt haben, sind die, die letztlich nicht ernst genommen werden. Auf Platz 3 kam ein Antrag im Kufsteiner Gemeinderat, der für große Aufregung sorgte. Das Ansinnen des Kufsteiner Kulturreferenten, unsere Heldenorgel, umzubenennen, stieß nicht überall auf Wohlwollen und entfachte auch außerhalb des Gemeinderates nicht enden wollende Diskussionen. Experten wurden von den Befürwortern ebenso wie von den Ablehnern ins Treffen geschickt. Bei einer Podiumsdiskussion wurde wie im Gemeinderat die schweren Geschütze aufgefahren. Und jeder wusste es noch besser als der andere. Viele meinten an den Stammtischen, das hätte man auch nobler lösen können. Am Ende steht viel Lärm um nichts, Emotionen pur und ein Ergebnis, das man auch ohne Trara erreichen hätte können. Nummer 2 waren immer wieder die Auseinandersetzungen im Kufsteiner Gemeinderat. Vor allem das Wie ging den Stammtischlern ziemlich auf die Nerven. Dabei schreckte man auch vor verbalen Entgleisungen und persönlichen Beleidigungen nicht zurück. Immer wieder schaukelte man sich gegenseitig hoch und vergaß dabei in vielen Punkten der Sache gerecht zu werden. Liebe Mitglieder des Gemeinderates, ihr seid gewählte Vertreter des Volkes und kein Bewohner dieser Stadt will sich von Krakehlern und Rüppeln vertreten lassen. Ganz egal, was für einer Farbe oder Gesinnung er angehört. Und damit sind wir beim Sieger unserer Bestenliste, ganz klar. Und das mit großem Abstand, sorgte der Plan in Kufstein im Gebiet des Herzes, eine Mountainbike-Strecke zu bauen für den Aufreger des Jahres 2023. Die Tinte war noch nicht trocken, schon gab es die ersten Proteste. Auf der einen Seite die KufsteinerInnen, die sich ihr Naherholungsgebiet am Herze nicht nehmen lassen wollen. Die angrenzenden Grundbesitzer, denen die Lage und Länge der Strecke nicht genug erscheint und die auch naturschutzrechtliche Bedenken anmelden. Und vor allem der Schutz des Feuersalamanders. Auf alle Fälle ging es rund, eine Petition mit ca. 4000 Unterschriften wurde präsentiert und überreicht. Aus dem Rathaus hört man schon lange nichts mehr, wie es um die weiteren Pläne bestellt ist. Hier ist man sich an den Stammtischen nicht klar darüber, auf welche Karte die politischen Gremien setzen. Ist es der Faktor Zeit, die Taktik des Einlullens oder einfach die Suche nach einer anderen Lösung? Für das nächste Jahr scheint die Nummer 1 im Ranking schon vergeben. Die geplante Fußgängerzone wirft jetzt schon ihre Schatten voraus. So, das war es vom Stammtischler für heute und auch für dieses Jahr, wo es immer wieder von wichtigen und unwichtigen Dingen zu berichten gibt und gab. Sie können es als Versprechen oder als Drohung von mir ansehen. Ich werde Sie auch im nächsten Jahr hier wieder begrüßen dürfen. Bis es soweit ist, wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit, frohe Weihnachten und ein gesundes und friedvolles Jahr 2024. Servus. Nächste Woche auf Kufstein TV. Die Adventbilder an der Volksschule Kufstein sorgten in der Festungsstadt jahrelang für weihnachtliche Stimmung, mussten nach 2015 aus sicherheitstechnischen Gründen jedoch eingelagert werden. Nun feierte das liebgewonnene Projekt eine glorreiche Rückkehr. Unsere stimmungsvollen Aufnahmen folgen direkt nach der Werbung. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich.
In der vorweihnachtlichen Zeit kam es in der Festungsstadt zu einer glanzvollen Rückkehr. Das erste Mal seit 2015 schmücken die malerischen Adventsbilder heuer wieder die Fassade der Volksschule Kufsteinstadt. Heute feiern wir die Wiedereröffnung der Adventfensterbilder bei der Volksschule Kufsteinstadt. Diese Bilder sind 2002 entstanden, waren bis 2015 in der ganzen Adventzeit hier als Schmuck, wurden dann archiviert, weil sie aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr angebracht werden durften. Und jetzt, heuer, haben wir initiiert, dass die Bilder wiederum mit der kompletten neuen Beleuchtungstechnik hier erscheinen dürfen. Das ist sicherlich etwas, wo so viele Leute, Einheimische, aber auch Gäste, viel Freude haben werden in der Advent-Weihnachtszeit. Die Vorfreude auf die Enthüllung der Kunstwerke war riesengroß und führte auf dem Schulhof zu regem Andrang. Und auch für die passende musikalische Umrahmung war an diesem Tag gesorgt. Singen und musizieren, jung und alt gemeinsam. Das ist das Wunderschöne. Weihnachten ist eine Zeit, wo man zusammenkommt, wo man gemeinsam sich einstimmt auf Weihnachten. Gestaltet wurden die Bilder anno 2002 von den Kindern sämtlicher Schulen und Kindergärten in Kufstein. Die Idee für das Projekt entwickelte wiederum die ehemalige Volksschuldirektorin. Dann haben wir gedacht, das war doch was, also ein riesengroßer, überdimensional großer Adventkalender, ganz große Bilder zu machen. Und zwar die Fensterfront da an dem tollen Gebäude, da sie ja für das richtig anbieten. Die Begeisterung über die glorreiche Wiederkehr war nicht nur bei Angela Huber zu spüren. Nur, dass ich stolz bin, dass das jetzt noch so gemacht worden ist, weil das ist jetzt doch schon über bald 20 Jahre her. Und das macht mich schon stolz, dass es einfach noch schön ist und dass die Leute nur Freude haben damit. Noch über die Weihnachtstage hinaus, bis zum 6. Jänner, lassen sich die Adventfensterbilder an der Volksschule bewundern. Damit verabschieden wir uns für diese Woche und sagen vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche begrüßt euch mein Kollege Albin Winkler. Deshalb wünsche ich euch schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wie am Anfang versprochen, kommen wir jetzt allerdings zum 17. Türchen des QTV-Adventkalenders. Und dahinter stecken gleich zwei Preise, zur Verfügung gestellt von der Sparkasse Kufstein. Zum einen haben wir einen schicken Scooter und zum anderen einen Rucksack der Marke Walker. Um an der Verlosung teilzunehmen, schickt eine E-Mail mit dem Stichwort Sparkasse Kufstein an redaktion@kufstein.tv. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel und freue mich im neuen Jahr, euch alle wiederzusehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Weihnachtsstück der Golden Strings. In diesem Sinne, Servus, euer Georg Anker. Just because.
poor ones. The road is so long. And so happy Christmas for black and for white.